Dann gucken wir uns endlich mal Children of the Sun an. Ist ja schon, Alter, ist schon 5 Uhr. Ja, ich glaube, ich kann nachher noch die. Ich glaube, ich kann einfach nachher noch die Triple I den Stream noch gucken. Das Ding ging jetzt einfach wieder viel zu lang. So, dann machen wir einmal Children of the Sun. Oh, ich kann das ja deutsche Killer 7 nennen. Das habe ich auch die ganze Zeit nicht gewusst. Dass das ein deutscher Titel ist. Ich weiß nicht, ob noch in gewissen Departments andere Leute halt ausgeholfen haben, aber an sich ist das ein Ein-Mann-Projekt von einem Berliner Entwickler. Das ist aus Deutschland. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Das habe ich nur rausgefunden, weil Benny einen Progression-Blocker hatte. Na, wir haben ja beide das Spiel ein bisschen früher gekriegt. Und er hatte irgendwo, meinte er, in Level 20 oder so einen Progression-Blocker. Und hat dann den Entwickler gefunden und angeschrieben und dabei rausgefunden, dass das ein Deutscher ist. Was heißt denn nicht erfolgreich ist? Also das kommt ja gerade super gut an, das Spiel. Ich bin immer noch, zumindest bin ich noch Platz 24. Ja, ich meine, machen wir einfach nochmal den ersten Stage. Dann kriegst du auch das Intro nochmal gezeigt. Ich glaube, der originale Titel vom Spiel, das habe ich auch auf dem Twitter-Account dann gesehen, das war irgendwie I killed a man and now I'm horny. Das war der ursprüngliche Titel, als er das. So, das war scheinbar als so ein kleines, so hey, ich mache einfach mein eigenes Shitpost-Projekt. Ne? Ich mache einfach so ein Spiel, wo ich gerade Bock drauf habe, das soll nichts irgendwie richtiges Großes werden. Und jetzt haben wir so ein fertiges Ding über Devolver gepublished. Die letzten 2-3 Jahre sind halt wirklich schon richtig coole, jetzt auch die ganzen so Indie-Titel rausgekommen. Ich find das ganz geil, dass du, weil ich hatte zuerst gedacht, ah, okay, du machst das dann mit WASD. Du kannst es halt auch mit dem Controller spielen, aber finde ich mit Sniper dann schon jetzt ein bisschen angenehmer. Aber das finde ich eigentlich ganz geil. Du siehst dann unten auch, ne, wenn ich jetzt hier in dem Bereich bleibe, dann drehe ich mich einfach nur um, wodurch auch die Kamera gedreht wird ein bisschen. Und sobald ich hier diesen Punkt überschreite, dann fange ich mich an zu bewegen und je weiter ich nach außen gehe, desto schneller läuft mein Charakter. Und das ist eben auch wirklich so eine Killer 7 Laufanimation. Als ich das erste Mal gesehen habe, war ich so, holy shit. Holy shit. Und dann auch die restliche Ästhetik davon, auch der Font und alles, das ist so. Das könnte halt wirklich einfach ein Suda-Spiel sein. Ansonsten noch relativ. Ich glaube, später kommen noch so ein paar andere Elemente hinzu, dass du dann im Schuss nochmal die Richtung wechseln kannst. Aber an sich geht es wirklich darum, du hast halt eine Kugel. Und musst alle Leute umbringen. Und kannst dann nach jedem Treffer die Richtung wechseln. Und beim Scoring geht es dann eben vor allem darum, schnell zu sein. Am besten, glaube ich, also zumindest jetzt am Anfang, alles Headshots. Und dann auch eine großmögliche Distanz zu haben. Das heißt, ich habe die Reihenfolge gemacht, damit ich eine möglichst große Distanz habe. Habe jetzt einen Headshot eben, da siehst du schon, dass Headshots relativ wichtig sind. Und es ist dann tatsächlich halt so ein Highscore-Game mit auch Leaderboards. Und du hast dann wieder so die weltweite Leaderboard und du hast dann deine
lokale Freundesliste. Ne? Das heißt, das hat mir auch dann direkt so Neon White Vibes gegeben. Ja, so die Farbauswahl, das ist, ich finde das so insane, wie nah das da dran ist. Das ist näher an einem Suda-Spiel dran als manche Grasshopper-Titel. Ja, du kannst dann auch, du musst da nicht schießen. Du kannst auch erstmal nur dann die Leute markieren. Und ich glaube, die Markierungen bleiben auch, wenn du den Level neu startest. Also das heißt, du musst, das finde ich eigentlich ganz praktisch, wenn du dann einmal alle, ne, das Markieren musst du quasi theoretisch nur einmal machen. Ja, ich glaube, oben rechts ist dann die 4. Und ich kann dann jederzeit wieder rausgehen und dann hier noch lang gehen. Und von dem, was ich gesehen habe, gibt's auch gibt's dann auch andere, also noch verschiedene Elemente, die dann später hinzukommen, die das dann interessanter machen und erschweren. Ja, und der bewegt sich zum Beispiel und da müsste ich, ich muss jetzt, wenn ich gucken, der läuft dann bis hier. Und wenn du ihn als erstes dann umbringen willst, dann müsstest du schon das so ein bisschen mit einplanen. Ich glaube, das könnte schon zu langsam gewesen sein. Ja. Aber das Super ist auch, wie instant du das dann restarten kannst. Und jetzt bin ich schon wieder da und die ganzen Leute sind markiert. Ja, das heißt, wenn ich jetzt den greifen will, so der läuft da lang. Zack, jetzt habe ich einen einfacher gekriegt. Und du hast dann auch Figuren, die auch darauf reagieren. Also wenn jemand weiter weg steht und zum Beispiel weg von der Gruppe guckt und du hinter dem jemanden umbringst, dann kriegt er das auch nicht mit. Aber wenn zwei Leute zusammenstehen, dann fängt auch die andere Person dann wegzulaufen. Das heißt, das war jetzt zum Beispiel an sich eine relativ geringe Distanz. Und vor allem willst du dann eben auch sofort schießen ohne... Also wäre zum Beispiel am besten, hinten die zwei zuerst zu treffen, weil der am weitesten weg ist. Aber dann auf den zu gehen... Dann auf den anderen, den ich jetzt nicht mehr... Kann ich den hier durch das Auto treffen? Oh, lol. Aber leider nicht in den Kopf. Ja, und der ist dann... Den muss ich in die Arschbacke schießen. Ja. Na, also das heißt, wenn du versuchen willst, dann Highscore zu erreichen, dann musst du dir halt wirklich so überlegen, was ist überhaupt die beste Möglichkeit? Und danach dann so schnell... Klar, um dann die ersten Plätze drehen sich... Wenn du die beste Route rausgefunden hast, dann dreht sich das nur noch um die Geschwindigkeit Exekution. Aber das ist ja auch bei einem Spiel wie Neon White der Fall. Also wenn du die schnellste Route rausgefunden hast, dann geht es nur noch um die reine Execution. Aber ich mag diesen Puzzle-Aspekt davon. Ich mag dann wirklich den Puzzle-Aspekt dann rauszufinden, so was ist plus. Du kannst eben hier auch jederzeit... Ich weiß nicht, ob du... Kannst du auch direkt mit... Oh ja, Baby. Du kannst einfach direkt auch mit R wie... wie bei Hotline Miami sofort neu starten. Mal gucken. Nope. Das heißt, auch da musst du dann ein bisschen theoretisch was austarieren. Die Leute starten, soweit ich das sehe, auch immer auf demselben Platz. Ah! Wenn du es halt wirklich optimiert spielst, dann müsstest du so heraus dann treffen. Oh. Nee, ich muss noch ein bisschen weiter nach links. Ich muss noch ein bisschen nach rechts, meine ich. Oh, das könnte immer noch ein bisschen zu weit nach links gewesen sein. Ja. Ich will das einmal gerne schaffen. Vor allem das Gute ist auch, dein... Ja, yeah, Baby! Let's go! Vor allem dein... du kannst das in diesen Sniper-Modus reingehen, kannst du auch buffern. Das heißt, kurz bevor der Level quasi... Oh, scheiße. Ja, fuck, der hatte mich dann gesehen. Blät! Na, egal. Obwohl, machen wir noch einmal. Das heißt, ich kann jetzt schon drücken und dann geht mein Charakter in diese Sniper-Position rein.
Ja, oder auch nicht. Ich meine, ich kann mal eine andere Richtung versuchen. Ich dann zuerst hier hin. Ja, aber es ist dann schwer, die richtige Distanz zu erwischen. Die Frage ist, kann ich jetzt von hier aus den wieder... Den kann ich halt nicht am Kopf treffen, zum Beispiel. Das heißt, vielleicht wäre es dann sogar erstmal ganz gut, den hier zu treffen. Oh, fuck. Nein! Ich mag, dass du wirklich siehst an dem... Ne, wenn du das, erst wenn du das, dieses, das rote Reticle siehst, dann weißt du, okay, der Typ ist Geschichte. Hier Headshot. Und dann hier. Und das noch in der Kombo. Es wird auf jeden Fall ein bisschen höher sein als gerade eben, glaube ich. Es müsste zumindest eine Vierer Headshot-Kombo gewesen sein und die Distanz war etwas höher. Nee, ich war keine Kombo. Oh mein Gott, ich war schlechter als eben. Das hat sich ja gelohnt. Janik, willst du auch mal spielen? Du gehst in Polen, ne? Yeah. Ja, viel Spaß. Du kannst mir, sonst gehe ich gleich was nach dem Spiel. Ich muss eh pinkeln, dann gehe ich mal was zu trinken holen unten. Ja. So I can piss even more. Andere Leute, du trinkst, um hydriert zu bleiben. Ich trinke, um mehr pissen zu können. We are not the same. Ich glaube, von der Ästhetik wäre das aber schon deins, oder? Oh. So. Weil du magst ja, ich meine, du mochtest ja auch so die Ästhetik von dem Shadows of the Damned beispielsweise. Yeah. Ja. Da kommt jetzt ein Remaster raus dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob du das dann auch mal selber spielen willst. Mit dem Big Boner. I do not have the time. Ever. Ja? War meine Reaction so langweilig? Ja. Ja, bitte, kannst du. Das ist natürlich jetzt sehr gut. Okay. I will hydrate. Hydrashik. Das ist die Frage, wie kann ich... Ah! Ah! Ich kann die Auto-Explosion nutzen. Clever! Clever! Spielmechanik erklärt. So, die Frage ist, kann ich dann auch hier den... Wo ist der? Da. Oh, hervorragend. Hervorragend. My favorite kind of puzzle game. Kann ich bitte auch so eine brutale Version von Sudoku haben? Auch interessant, dass manche Level Challenges haben, die man in die Route einbauen muss. Ja, oh ja, stimmt, das kommt ja auch noch. Das kommt ja auch noch dazu. Multikill immer gut. Na, aber zum Beispiel, das ist die Frage, wo ich mir noch, weil Headshot mal 4 ist es. Weil. Oh, Moving Target. Oh! Oh, Moving Target gibt's auch nochmal Multiplikator drauf. Ah. Was natürlich dann noch riskanter ist, dann A, die zu töten und B, auch gewisse Leute zuerst zu töten, damit dann andere Charaktere anfangen, sich zu bewegen. Ja, aber dann ist es, glaube ich, trotzdem besser, wenn du für den maximalen Score auf die Headshots gehst, ne? Weil die Explosion ist jetzt 300. Und wenn ich den... Warte mal, lass mal kurz restart. Das heißt dann, ich weiß nicht, das zählt, glaube ich, schon als Moving Target. Ich mag auch, dass das Reticle dann extra grün wird, weil du dir dadurch ja dann auch sicher sein kannst, dass es eben explizit nicht ein Gegner ist.
Na, weil die können ja auch theoretisch sehr nah beieinander stehen auf die Distanz. Und dann kannst du es so leichter auseinanderhalten. Ja, das war... Das sind dann... Weil der Vierer war aber nur... Der war doch aber nicht 1500... Also es ist noch... Weil durch... War ein Vierer-Headshot nicht... Nicht 1200 eben? Das heißt, das geht exponentiell nach oben, je mehr Headshots du machst. Das ist nicht linear. Das ist dann exponentiell mehr Punkte. Was haben wir denn hier? Doors of Friends. 5000! The fuck? Das ist dann, glaube ich, für die Challenge, ne? Wie könnte... Warte mal, kann ich eigentlich die Gastanks markieren? Das ist noch die Frage. Kann ich die auch markieren? Wo ist... Der... Da. Oh! Okay. Okay. Warte. Und lass mich... Ich glaube, von hier soll ich ihn wahrscheinlich sehen, oder? Die Frage ist, ob es noch... Es könnte auch theoretisch noch irgendwo anders Sachen geben, die ich jetzt einfach nicht irgendwie mitbekomme. Weil für die... Die Sache ist, für die größte Distanz möchtest du ja eigentlich hin und her gehen irgendwie. Du möchtest ja eigentlich von... Auf der einen Seite starten und dann wieder zurückgehen und dann nochmal dahin. Aber ich sehe nur die... Die drei Autos. Deswegen, ich weiß nicht, wie du... Weil bei 5000 Punkten oder halt, wie gesagt, die, ich weiß nicht, wo kann ich die Challenge denn nachsehen? Ist das auf der Map? Guessing Spectre World Go Brighter. Wo kann ich denn die Challenge nachsehen? Weil ich weiß, dass ich sie hier geschafft habe. Da stand dann auch Challenge. Oh, das ist cool. Das ist auch so ein Metal Gear Solid 3, bis man sich dann übergibt. Nee. Du brauchst mindestens 3 Kills mit Explosions, damit es sich lohnt, okay. Aber wo kann ich die denn nachsehen? Being stuck, Gas Tank makes the world go brighter? Das muss doch, oder ist das einfach eine... Kann man das irgendwo nachsehen? So, ihr sagt, hey, die Challenge auf dem Level, die gibt extrem viel Punkte. Oh, du kannst dir aber die Maske an- und ausziehen, lol. Was ist denn das denn, wenn ihr das hier... Dann sag mir doch mal bitte, also wo ich das nachsehen kann, beziehungsweise wo die Challenge ist. Guessing makes the world brighter, being stuck... Options. Auf der Map habe ich auch nichts gesehen. Ist der Untertitel des Namens. Also es ist einfach alle Gastanks treffen, oder wie? Töte ich damit beide? Multikill. Bro, du siehst einfach gar nichts mehr. Wo ist das? Oh Gott, das war doch hier irgendwo. Challenge completed, okay. Das ist ein bisschen weird. Alter, 3000 Punkte, what the fuck? What the fuck?
Warte mal, die Frage ist, ging das, kann ich auch, wie weit kann ich außen rum gehen? Weil wenn ich von hier aus zuerst den... Weil den, kann ich den, kann ich das von hier aus treffen? Nee, ne? Das ist ja auf der linken Seite. Oder? Oh, ich kann das auch von hier aus treffen. Weil die Combo. Boah, nee. Aber. Gibt es dann auch so viel? Weil ich konnte. Ich wusste gerade nicht, ob ich überhaupt den anderen Truck davon sehen kann. Ja, nee, die Multikill gibt auch so viel. Okay, das war das. Multikill gibt so viel. Dann gehe ich aber mal hier rüber. Wird eine höhere Distanz. Lass mal gucken, ob ich das so treffen kann. Das ist halt schwer bei dem Feuer, das Ding rechtzeitig zu sehen. Wo war das hier an der Seite? Ah, scheiße! Scheiße, weil du willst halt den Multiplikator behalten. Aber die Explosion zählt nicht für den Multiplikator. Da zählen nur die Kills. 117, lol. Weil ich glaube, das ist dann das Secret dazu. Plus, du willst halt auch im Level weniger Zeit bleiben. Das heißt, du musst auch sehr schnell, denn ich glaube, dann ist die Distanz weniger wichtig, als sofort abzudrücken. Oh Gott, wo war das nochmal? Okay, hier und dann sofort zur Seite drehen und das ist hier oben. Warte mal, kann ich das so markieren und bleibt das dann zum nächsten? Bleibt das dann zum nächsten behalten? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ändert, das geht dann leider immer wieder zurück. Weil den Punkt erneut finden, vor allem jetzt hier, das ist so das Schwierige. Da das. Warte mal, okay, hier ist der, wir müssen mal gucken, hier ist der Baum. Da ist das Auto. Das heißt, ich muss vom ich muss von dem Baum aus hier in das Gestrüpp. Und dann ist neben dem Lichtschalter ist das. So, sofort hier drauf. Zur Seite, neben dem Baum, da ist der Lichtschalter. Dann hier oben irgendwo. Fuck! Okay, doch, ich guck zuerst immer hier, aber es ist da an der Seite, okay. Weil das musst du halt wirklich aus dem Gefühl heraus machen. Da, okay. Glaube ich noch schnell genug. Nein! Geht das überhaupt? Kannst du die Combo aufrechterhalten? Die geht so schnell weg. Ah! Es geht auf jeden Fall. Die Combo war noch da. Du musst nur wirklich sehr, sehr schnell sein. Ja, habe ich schon verkackt. Jetzt kommt es. Das ist jetzt die Tatsache, dass ich nicht meine Gaming-Maus-Skills ausgeweitet habe. Um da schnell genug zu sein. Warum ist der... Hä? Warum sieht das so ganz anders aus? Oh, weil ich auf der... Das hat schon so einen Einfluss da drauf. Okay, ich muss... Nee, ich darf... Ich muss die Maus genau richtig halten. Ich muss ganz... Ja, nee, ich darf mich nicht bewegen. Ich darf mich nicht bewegen. Ich muss nur links auf der Seite sein. So. Dann schnell nach rechts hier. Wo ist die Lampe? Warum sehe ich die jetzt nicht mehr?
Aber ich kann theoretisch... Es ist wirklich einfach nur, weil ich ein bisschen... Weil ich ein bisschen niedriger bin, ne? Zeit startet erst, wenn du abfeuerst. Ah, okay. Ich dachte, das wäre, wenn du im... Weil das ist ja Time in Level quasi. Ich weiß nicht, warum sich das jetzt mittlerweile die Höhe ändert. Vielleicht hier hinschießen? Nein! Oh! Ich hatte es eigentlich direkt. Die Mauszeiger nur ein bisschen falsch bewegt. Das könnte knapp werden. Boah, nee, du musst da, also bei dem zweiten hast du keine Chance, wirklich drauf zu achten. Da musst du. Du musst eigentlich instinktiv dann schießen und hoffen, dass du richtig liegst. Der war gut. Nein! Oh, das war so knapp! Das war so knapp! Das war so ein Millimeter daneben und es hätte von der Zeit noch gereicht. Ah, fuck. Ich habe halt keine... Ich muss da wirklich nach Gefühl machen. So, wenn ich glaube, dass ich das Ding treffe, muss ich sofort abschießen. Weil du hast die Zeit sonst nicht. Ich meine, ich werde hier ein bisschen, das Muscle Memory hier ein bisschen besser. Oh, oh, was? Nein, ich war gerade drüber. Ich war einen Moment drüber. Ich will das einmal hinkriegen zumindest. Das ist so knapp. Das ist so knapp. Ja, komm, komm, das war's doch, oder? Let's go! So, welcher Platz? Let's go! Oh mein Gott, sind das alle die... ist das Maximale? Warte mal, hier 7... 7, 6, 7, 30. How? Kannst du 30 Punkte noch bei der Zeit rausholen? Also das ist doch Aimbot-Level dann, oder wie? Ich meine, das ist das Wichtigste, dass ich auf der Freundesliste alle alt aussehen lasse. Pff, 5000. Pff. Was ist das denn? So lasse ich aber, also mit so einer Punktzahl lasse ich Leute aber nicht in mein Haus rein. Oh. Ja, das ist wirklich super. Das ist exakt mein Spiel. Okay, Bullets that burn are Bullets that hurt. Okay, alles klar. Ich meine, ich versuche erstmal. Aber das mag ich halt auch, dass das so, hey. Na, auf der Ebene spiel's einfach nur durch. Schaff einfach den Level. Und das ist ja schon spaßig genug, ne? Das ist dann mehr so dieses, okay, leicht herauskriegen, wie ich mich da positionieren und dann die ganzen Leute durchschießen muss. Und dann kommt die Optimierungsebene, herauszukriegen, was ist die beste Reihenfolge. Und dann kommt die Optimierungsebene darüber, wie schnell kann ich das machen? Bei der bin ich natürlich dann raus vom Skill-Level. Dafür bräuchte ich, glaube ich, tatsächlich irgendeine kabelgebundene Maus und dann muss die Kalibrierung, weißt du, das sind auch die Motherfucker, die... Ich habe das mal gesehen bei irgendwelchen so Tournaments, alleine wie die Bildschirme, die Monitore positioniert sind. So, ich habe jetzt eine angenehme Entfernung an einem Schreibtisch, wo ich jetzt sage, keine Ahnung, was sind das?
irgendwie so 40 Zentimeter bis zum Bildschirm. So ganz angenehm, dann sitzen die irgendwie so 10, 20 Zentimeter vor dem Bildschirm, damit du dann auch genau alles, also ne, wenn du so Aimbot-Level spielen kannst, da kommst du halt nicht gegen an. Aber solange ich die meisten Leute auf der Freundesliste schlagen kann, das ist das Wichtige. Na, man soll sich realistische Ziele setzen. Und das ist ja immer noch ein sehr befriedigendes Ziel, ne? Also, ich mag auch, dass das Spiel dir anzeigt, wie viele Gegner es tatsächlich gibt. Sodass du nicht irgendwie frustrierend rumsuchen musst. So, oh, ich dachte, das wären alle gewesen und dann habe ich irgendwann jetzt rausgekriegt, wie ich die am besten umnieten kann. Und dann hast du es irgendwann geschafft nach ein paar Versuchen und auf einmal stellt sich heraus, oh nee, da war noch irgendwer anders. Da war noch irgendeine andere Bitch drin. Ich glaube, für Paar müsste ich aber wahrscheinlich in das, kann auch sein, dass ich für irgendwelche ins Haus schon schießen muss oder so. Weil du die erst von innen dann siehst. Wo zum Teufel sind denn noch welche? Ist da irgendjemand im brennenden Haus? Irgendjemand, der brennt und tanzt. Ach nee, das ist noch ein anderes Haus, lol. Hab ich hinter dem brennenden gar nicht gesehen. Okay, der ist da. Da ist einer. Oh, ich glaube, da ist da hinten noch einer am Auto. Nee, das ist nur Gras. Das sind, glaube ich, einfach nur irgendwelche. Ja, das ist nur das Licht. Armlänge ist Sweet Spot. Oh, das ist literally die Armlänge. Okay, dann ist der Monitor genau perfekt ausgerichtet. Ich habe gerade meinen Arm gehoben und ich komme exakt mit dem Mittelfinger. Mittelfinger ist das Einzige, was meinen Bildschirm berühren kann dann. Aber ich merke leider trotzdem, wie ich dann bei solchen Sachen, ne, wenn du so anfängst, so, oh, ich muss da irgendeine Kleinigkeit ausmachen und dann neigt sich der Kopf so ein bisschen nach vorne. Und es ist so, no, bad posture, bad. Don't do that. That's illegal. Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass noch irgendjemand in dem Haus von der Seite ist, wo ich nicht richtig drankomme. Da ist noch eine Hütte. Ich meine, theoretisch könnte auf der Seite noch jemand im Haus sein. Glaube aber nicht. Es wäre schon sehr seltsam, wenn da irgendjemand so hier drin stehen würde. Na, theoretisch noch hier in der kleinen Hütte. Gucken wir einfach mal. Boop. Ich glaube, da rechts war noch einer am Lagerfeuer, den ich nicht gesehen hatte. Ja. Oh! Ja, das wird jetzt nichts. Aber ich mag, ich mag sehr, dass du die Gegner auch dann dadurch markieren und noch sehen kannst. Das ist auch eine Möglichkeit, ist, ja, okay, ich finde jetzt nichts Bullet that burns, aber Bullet that hurts. Okay, das heißt, ich nehme an, dass ich das durchs Feuer schießen kann? Erst den. Dann den. Dann den. Wo ist der Zweier? Nein! Du Huso! Fängt der an wegzulaufen? Mag ich ja gar nicht. Finde ich ja ziemlich uncool von dem. Okay, versuchen wir nochmal durchs Feuer zu schießen.
Das war eigentlich ganz cool. Ich hoffe, der bewegt sich jetzt nicht mehr. Na, zack, in die Titte. Dann machen wir mal den zuerst. Ich weiß, das ist nicht die höchste Distanz. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich meine, um den Level zu schaffen, ist jetzt weniger das Problem. Ich versuche halt schon dann direkt irgendeine ganz gute Route hinzukriegen. Okay, die 2, die läuft relativ schnell weg. Der 2er ist der, der es sofort sieht. Nein! Ne, einfacher ist es ja, ne, dass du... Oh, ich habe auch einen Tank hier. Gar nicht gesehen zuerst. Kann ich jetzt noch jemanden... Oh, ich kann da noch tatsächlich treffen. Also durch ein paar Gegenstände kann man wohl noch leicht durchschießen. Aber nicht durch diese Wand hier. Nee, das geht's nicht. Ja, der 2er ist so ein Motherfucker. Du kriegst es einfach in den Arsch geschossen. In die rechte Spritzbacke rein. Ich weiß, es gibt nicht so viele Punkte. Aber sollte es eigentlich. Damit ich nachher auch wieder hier rauskomme. Vielleicht fange ich dann doch mit der 3 an. Kann ich den so treffen? Wow. Einfach durch die Wand durch. 2 4. Das war aber ein Millimeter, war das. Das hat aber noch die Nasenspitze berührt, mein Lieber. Also der hätte eigentlich gelten müssen, aber die Reihenfolge ist gut. Die Reihenfolge ist gut. Ich glaube, ich bin noch gerade eben noch das Feuer gekommen, so. So, jetzt die 2, bevor der wegläuft. Ja, Challenge complete, genau. Das Feuer macht es ein bisschen schwerer, weil du dann nämlich den, du kriegst das Reticle nicht angezeigt. Ich hätte auch zuerst auf die 6 gehen können für jetzt ein bisschen mehr Distanz, aber ich... Das war okay. Es ist halt ein bisschen schwer dann rauszukriegen, was, du musst dann bei den Leveln auch nochmal gucken, wo... Oh, die Challenges sind dann immer auch die Erfolge vom Spiel. Es kommt dann auch immer noch drauf an, was... Ich glaube, sobald du dich auf eines fokussierst, ist es besser, weiter drauf zu gehen. Das heißt, wenn du einmal mit Headshots anfängst, ist es wahrscheinlich besser, dann, ne, weil 5 Headshots im letzten Level, das waren 1800. Und 6 Headshots sind jetzt 4200. Also das heißt, du musst dann wahrscheinlich bei einem bleiben, dass wenn da irgendwo eine Explosion ist, wahrscheinlich nicht auf die Explosion gehen, sondern außer du kannst sie am Ende triggern, ohne dass jemand stirbt. Weil ich glaube, eine reine Explosion gibt 300 und Shots feiert, das waren jetzt, wie viele waren das jetzt? 6? Das macht dann weniger. Damit könnte ich es wahrscheinlich noch optimieren. Da könntest du noch in der Linie noch, ich meine, du hast dann ein bisschen mehr Zeit, aber... ...5500, holy shit, ja. Ja, da wird dann wahrscheinlich noch irgendwie Explosion mitgenommen. Du musst es ja wissen. Ja, okay, das sind 100 mehr. Losor-Moment. Überhaupt nicht. Ich mag auch dieses... Wie das dann so... Ne, das ist fast wie so ein Sternzeichen. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich? Ist Go Hunting neues... Neue Runde? Weil ich glaube, habe ich in Level... Weil ich weiß jetzt nämlich gar nicht, ob ich in Level 2 die Challenge gemacht habe. Es
kann sein, dass ich die aus Versehen erledigt habe, aber ich weiß es nicht mehr. When it moves, it spreads? Also ist es den einfach nur treffen? Ja, okay. Aber dann hatte ich die, glaube ich... Dann hatte ich die, glaube ich, auch. Aber das heißt, du kannst hier auch das Feuer benutzen. Wahrscheinlich theoretisch. Wo zum Fick ist der letzte Typ hin? Bin ich hier unten eigentlich? Wait, what? Wo war der? Ich weiß nicht mehr, ob ich den Level mit der Challenge beendet habe. Ich bin ja nicht mehr sicher. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwo nachgucken kann. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal hier. Nice. Nice. Rett. Dann, ich meine, für einen Vierer musst du wahrscheinlich bei dem hinten anfangen am besten, auch für die, um die Challenge halt zu kriegen. Weil ich nehme mal an für die, ja okay, war Challenge komplett. Weil ich nehme mal an, dafür müsstest du wahrscheinlich ihn zuerst treffen, ne? Ich meine, ich kann es mal kurz testen. Ich kann es mal kurz testen, dass ich dann zuerst auf die 2 gehe. Dann auf ihn. Oh ne, ist auch. Okay. Ist auch Challenge Completo. Dann ist das auf jeden Fall, sollte ein besserer Score sein. Also der Headshot-Multiplikator ist schon das Wichtige. Ja, ich bin wahrscheinlich letzter Platz. Ja, zweiter. Ja. Aber das finde ich auf jeden Fall, das finde ich super. Also von mir, ich werde es im nächsten Podcast besprechen. Kann sein, dass ich vielleicht nochmal für Patreon Steady eine separate Review mache. Das kann sein. Aber ich werde das mit, ich habe morgen eine Aufnahme für neue Inkribben-Episode. Und ich werde im Anschluss mit Benny ein Segment für den Speckcast aufnehmen. Und da werden wir dann eben Children of the Sun besprechen. Das heißt, dafür werde ich es weiterspielen. Ich weiß nicht, ob ich es dann bis morgen noch durchspielen werde. Ich habe keine Ahnung, wie lang das ist tatsächlich. Vor allem, weil ich einfach so der Motherfucker bin. Ich kann nicht einfach weitergehen dann. Ich muss zumindest bei einem Level das Gefühl haben, dass ich ihn irgendwo verstanden habe. So, das heißt jetzt nicht, dass ich bei allem auf ersten Platz der Freundesleaderboards klettern muss. Aber so zumindest, dass ich einen Level irgendwie komplett verstanden habe. Deswegen werde ich wahrscheinlich dann den Podcast auf... Es kann lustigerweise sein, dass theoretisch eine Review rauskommt, bevor ich es im Podcast bespreche. Ich glaube, ansonsten veröffentliche ich einfach danach dann. Muss heute grinden, ja. Wenn man es wirklich drauf anlegen will, kann man die Route aufzeichnen plus Distanzpunkte, ja. Bei der raffe ich momentan noch nicht, wie die Top 5 so viele Punkte kriegt. Ich glaube, das ist über das Feuer wahrscheinlich, dass du darüber noch diesen Burn-Bonus bekommen kannst. Muss man eben nur, ne, plus dann eben noch Distanz und dann Geschwindigkeit. Also ja, von mir alleine jetzt schon das bisschen, von mir ist das eine volle Empfehlung. Also das ist ein Spiel, da weiß ich, basierend auf dem bisschen, was ich jetzt gespielt habe, weiß ich schon vollkommen, dass das absolut hervorragend ist. Also großartige Idee, visuell super stilsicher. Also obwohl du eindeutig erkennst, dass Suda und Grasshopper so eine definitive Inspiration sind, ist es dennoch auch ein vollkommen eigener Stil. Wundert mich auch überhaupt nicht, dass das Devolver gepublished haben. Das fühlt sich auch an wie so, da guckst du drauf und wenn du siehst diesen
Startbildschirm. Und wenn man dich dann fragt, jo, von welchem Publisher glaubst du, ist das? Dann würde ich auch sofort Devolver sagen. Das ist nichts, was A24 veröffentlicht. Den kriegt man nur einmal. Ah, okay. Ja, vielleicht gibt's. Vielleicht. Ich find's bei sowas eigentlich immer interessant, wenn das wie Dust Force gemacht wird. Dass um in die globalen Leaderboards reinzukommen, musst du deinen Playthrough hochladen. Also es ist quasi, ich meine, das passiert über das Spiel automatisch, das nimmt das mit auf die ganze Zeit. Aber du musst Replays zur Verfügung stellen, damit niemand irgendwie eine geheime Route herausfinden kann. Und das eben auch von anderen Leuten verifiziert werden kann, dass das, was die Person gemacht hat, jetzt nicht irgendwie gecheatet ist oder so. Tut es das? Das ist gestern rausgekommen. Also ich weiß, dass das beim Steam Next Fest, ich glaube in den, es war glaube ich auch in den Top 25 von den meistgespielten Demos. Das ist ein Devolver-Spiel, das wird von denen eigentlich immer ganz gut beworben. Also ich weiß nicht, ob man jetzt nach einem Tag sagen kann, das ist kein Verkaufserfolg. Also ich glaube, das ist auch ein Spiel, was jetzt über die nächsten Wochen so ein bisschen Word of Mouth und wenn dann Leute was posten davon. Und spätestens, wenn das irgendwie in den Sale reinkommt, dann läuft das, glaube ich. Dust Force ist eine Person, die bei Dust Force gearbeitet hat, hat Devil Daggers gemacht. Genau, Hyper Demon. Aber ja, von Hyper Demon, das ist eine Leute, die an Dust Force gearbeitet haben, ja.